Antifaschista! Alerta! Alerta! Antifaschista! Alerta! Alerta! Antifaschista! Alerta! Antifaschista! Ob Nord, Widerstand an jedem Ort, ob Süd, ob Nord, Widerstand an jedem Ort, ob Ost, ob West, nieder mit der Nazi-Pest, ob Ost, ob West, nieder mit der Nazi-Pest, ob Ost, ob West, nieder mit der Nazi-Pest. Die AfD zu, also eingeladen zu einer Vorlesung von einem Professor für Rechtswissenschaften. Und dann habe ich doch tatsächlich auch noch die Nachricht von den Linken bekommen, und zwar von der Kreissprecherin dort vor Ort. Und zwar hat sie eine Gegendemonstration. Ich hoffe, man sieht mich richtig, weil ich weiß jetzt nicht, ob das gut belichtet ist. Auf jeden Fall war die Gegendemonstration dementsprechend, ja, war schon was Gescheites, aber war's schon, könnte man sagen. Genau, das war von, wann war das jetzt nochmal? Schön, hier steht auch kein Datum da. Gestern war der 5. Juli. Genau, 5. Juli. Und ich habe mir das echt angetan, diese Rede anzuhören. Und das Gedächtnisprotokoll von den 1,5 Stunden gibt es nur für den Exklusivbereich, für meinen Zugangsbereich, weil ich habe gemerkt, dass dieses Konzept so, wie es im Moment ist, nicht funktioniert. Ihr habt alle Adblocker drin und das kann ich nicht haben. Darum gibt es nur für die Zahlenden wirklich das exklusive Material mit dem Grundgesetz, mit dem Völkerrechtsgesetz, mit dem Menschenrechtsgesetz, mit dem Asyl, mit dem Aufenthaltsgesetz und so weiter. Und es wurde halt auch sehr viel erzählt, ja, kann man schon sagen, sehr viel wurde erzählt. Aber das die Hauptsache, was ich jetzt eigentlich ansprechen wollte, ist, und zwar kann ich erst heute damit rausrücken, die AfD in Baden-Württemberg wurde neu zusammengestellt. Und das aus auf den immer noch währenden asylprogrammatischen, technischen Verfahren, was sie anwendet, weil sie sind ja, also manche, nicht alle, das will ich nicht unterstellen, manche sind immer noch sehr antisemitisch und antigesellschaft und kulturfähig, also sind nicht wirklich kulturfähig und gesellschaftsfähig. Weil es war auch der Verfassungsschutz da und hat es auch beobachtet. Und ja, die Polizei als Verfassungsschutz war da und die Bundespolizei und die LKA, also ich konnte auch einige Gesichter aus dem LKA erkennen. Auf jeden Fall, dieser Hase da unten nervt. Oder was auch immer das da ist. Bleiben wir mal beim Thema. Baden-Württemberg heißt jetzt die neue AfD, Alternative für Baden-Württemberg. Und die besteht, wurde dadurch gewählt, dass es ein Misstrauensvotum in Baden-Württemberg gab. Ein Misstrauensvotum, darauf kann ich jetzt auch nochmal kurz eingehen.
Und zwar habe ich hier die Grundgesetze von unseren Abgeordneten bekommen aus dem Bundestag, wo ich in Berlin war. Und ich hatte mir einen Marker reingemacht. Über die Flüchtlingszimmer. Also Bundes. Dazu kurzer Cut. Okay, es gab auf jeden Fall ein Misstrauensvotum, aber wegen dem runden Tisch. Die Kreissprecherin von der AfD in Dachau wollte in Germering ihre Tagung halten und daraufhin hat die Gemeinde und der Bürgermeister einen Beschluss gefasst, dass das nicht geht und sowas. Und dann war da die Tagung genau an dem Tag die CSU drinnen, komischerweise. So wurde es mir von der AfD berichtet. Und daraufhin will sie auch noch eine Anklage machen, und zwar auf das Versammlungsrecht. Versammlungsgesetz. AfD strebt Anzeige an wegen Germering zu Klage wegen Versammlungsgesetz Paragraph 5 Absatz 1 Paragraph 1 Absatz 4 Grundgesetz Artikel 9 Absatz 2. Könnt ihr selber mal nachlesen. Und zwar auf dejure.org. Unten setze ich das nochmal rein. Aber ansonsten Grundgesetz könnt ihr euch auch einfach beschaffen. Auf jeden Fall haben wir Artikel 6. Den lese ich euch mal kurz vor. Und zwar wollte die AfD den Artikel 6 im Grundgesetz abschaffen. Artikel 9. Und zwar geht es im Artikel 9 um... Oh, ich hasse Klammern. Ich werde mir mal was anderes einfallen lassen, anstatt Klammern. Auf 16. 9. Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit geht es da. Artikel 9. Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit. Absatz 2. Vereinigungen, deren Zweck oder deren Tätigkeit dem Strafgesetz zuwiderlaufen oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der völkerrechtswidrigen Völkerverständigung richten, sind verboten. Das müsste auch der AfD klar sein. Und da die in der Hauptrede immer sehr antisemitische gesellschaftliche Debatten und Kultursachen haben, die auch dementsprechend so ausgelegt werden, und es ist nicht nur von meiner Seite, also ich lege das nicht aus, ich gebe es nur wieder, Gedankenprotokoll. Gedankenprotokoll könnt ihr woanders sehen, ja? Also, das ist jetzt nur der Beitrag für die öffentliche Seite, und für die exklusive Seite gibt es nochmal was Exklusives. Nochmal vereinfacht zusammengeschnitten. Ja, und es ist sehr schade, dass es so ist. Kommen wir zurück zum Hauptthema. Für euch interessant ist nur, da ihr mir ja auch nichts zahlt oder beziehungsweise weil ihr den Adblocker drin habt, in Baden-Württemberg gibt es jetzt nun mal eine neue Führung, und da wollte die Petri auch eingreifen, aber ich habe auch nachgelesen von der Jungen Welt,
Spruch. Das. Und jetzt kommt's. Das. Blättern hier. Und schauen wir mal. Stuttgart 13 AfD. Abgeordnete verlassen Fraktion. Ja. Das war das Ergebnis des Misstrauensvotums. Und zwar ist jetzt Meuthen, der AfD-Bundesvorstand unterstützende Meuthen, nun Mitglied auch einer neuen, kleineren Fraktion, und zwar die Alternative für Baden-Württemberg. Ja, und dass die Petri da gleich einschreitet und mit rumwalten und schalten will, das war den Meuthen nicht so schön. Und da gab es dann auch nochmal einige Auseinandersetzungen direkt persönlich, weil, wie gesagt, die Petri es gerne auch immer intern haben will, aber leider ist das nicht immer möglich, weil dann kommt einer wie ich daher mit Common Kreativrechten und stürzt mich auf die Sache wie ein Adler, um es dann pressegerecht euch zu liefern, so wenigstens angemessen pressegerecht zu liefern. Ja, und jetzt mal jetzt noch gleich den anderen Beitrag. Ciao Kommunisten. Ciao liebe Kommunisten. Ciao Kommunisten.